Hallo meine lieben Leute, Armin TV ist hier. Wir starten einmal mit deinem Fall von Rena C. Und ich erkläre, warum ich eigentlich YouTube angefangen habe. Das ist mein erstes Video. Das ist schon cool. Und warum ich YouTube angefangen ich schaue voll viel YouTube-Videos an. Die sind sehr, sehr cool. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mach mal einen YouTube-Kanal. Dann habe ich es einfach gemacht. Das ist mir erst heute aufgefallen. Und das ist jetzt gerade mega Minion auf Level 11. Die haben fast alles auf Level 11, Level 13. Eigentlich schon alles. Und ja, die sind echt cool, die YouTube-Videos. Du kriegst Likes, du kriegst Abonnenten, du kriegst Kommentare, du kannst sie lesen, beantworten. Das ist mega, mega cool. Und ja, wir fragen einmal für ein Testspiel. Wir haben ein tolles ausgesucht. Das kostet 4,8 Elixier. Aber es ist schon trollig. Ja, wir fragen einmal. Du suchst das Spiel. Kannst du mich schlagen? Ja. Wenn irgendwer annimmt, dann versucht man eigentlich das. Wir könnten dabei Arena 9 anschauen. So, schließe zuerst deine Herausforderung. Okay. Ja, für die Arena 9. Es sind die Blaskobolde rausgekommen. Die habe ich bei YouTube angeschaut. Die sind echt cool für Verteidigung. Und die sehen so geil aus. Zwei Köpfe ganz beim Gegner. Es ist grün, es schaut geil aus. Geile Karten. Ja, sie spielt. Der blaue heißt Antunes und der rote heißt Mikul. Ja, und der setzt einmal den Friedhof, der Mikul. Ja, der da ist weg, weil er einen Riesen noch hat und einen, wie heißt der Magier? Ja. Die sind alle Level 10. Also die Türme. Ja, der Dauer ist weg. Die Mega Minions, die sind so cool. Also die Lakaienhorde. Das schickt einmal ein Smiley. Und der hat geschickt. Der Gegner, also der Michael, hat geschickt ein Smiley und viel Glück. Dann hat der Antunes, hat der Danke geschrieben. Okay, das dachte ich auch. Das ist aber echt eine coole Taktik. Den Riesen und den Magier. Echt cool, wenn er Skelettnum ist jetzt, ist der Magier da. Das ist echt eine coole Taktik. Ja, und der Dauer ist weg. Glaube ich halt. Nein. Naps. Eigentlich müsste er da umgehen. Er hat noch im Friedhof gesetzt. Ja. Koboldhütte hat er zum Friedhof gesetzt. Ja, 830 WP hat noch der Antunes. Und der Michael muss noch zerstören probieren.
Alter Sessa, viel Truppen gegen den Riesen. Ich tat gerne Bowler kriegen. Ich hab den noch nicht. Der ist aber echt cool. Er hat zwei Kobolthütten. Auf der linken Seite geht ein paar und auf der rechten Seite. Er hat Friedhof gesetzt. Ich glaube, dass der da weggeht, ja. Ja, ich glaub schon. Was? Wenn jetzt noch nicht der Feuerball. Ha! 8 WP! Alter, war das ein knappes Game. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.